Spitzenspiel in der ersten Volleyball-Bundesliga der Frauen. Der SC Potsdam empfing am Mittwoch in einer hochklassigen Begegnung den SSC Palmberg Schwerin. Im ersten Durchgang zog der Rekordmeister aus Mecklenburg-Vorpommern erst einmal davon. Zwar hielten die Potsdamerinnen mit der Zeit besser dagegen, aber Alice Dambring verwertete den vierten Satzball zum 25:20. Anschließend gestalteten die Gastgeberinnen die Begegnung bis zum 16:16 auf Augenhöhe. Doch dann rissen die Schwerinerinnen die Partie wieder an sich. Dambring schlug den Block an und verwandelte zum 25:22. Nach dem 0:2 Satzrückstand hielten die Gastgeberinnen mit aller Macht dagegen und lagen lange im dritten Durchgang in Führung. Doch der SSC Palmberg glich zum 19:19 aus und zeigte dann all seine Klasse. Ein Block zum 25:20 entschied schließlich die Partie. Damit schob sich Schwerin in der Bundesliga-Tabelle auf Rang 3 vor. Die Potsdamerinnen, die großartig kämpften, stehen jetzt auf Platz 4.